God's plan. I can't do this on my own. Hey, no. Someone watching this shit close. Yeah. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Larissa und Rebecca erklären die Welt. Nein, Rebecca und Larissa erklären die Welt. Ja, hab ich doch gesagt. Nein, du hast gesagt, Larissa und Rebecca erklären die Welt, das war falsch rum. Ja, ist doch egal. Was? Deine Mutter ist egal. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Rebecca und Larissa erklären die Welt. Heute reden wir über das Thema... Jetzt habe ich vergessen, wie das Wort heißt. Du bringst mich total durcheinander. Wir reden heute über Frohen Leichnam. Frohen Leichnam ist ein Feiertag und ja, da hat man halt frei. Und was wird da gefeiert? Frohen Leichnam. Man ist, glaube ich, froh, wenn einer tot ist. Ach so, so wie bei einem Kampfhund, wenn der Leute anfällt. Ja, genau so. Da ist man mega froh, wenn der tot ist. Ja. Aber der Mike zum Beispiel war gar nicht froh. Als sein Hund eingeschläfert wurde, der war gar nicht froh. Die haben den eingeschläfert und zwar nur, weil der die Frau Olszewski, das ist die Nachbarin von seiner Schwester, weil der die einmal gebissen hat. Also hier steht, das ist ein Feiertag von der Kirche wegen Jesus. Ich liebe Jesus, ja, ich auch. Schwöre. Ich liebe Jesus so. Ich finde, Jesus ist der Beste. Ja, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht persönlich kenne, wenn ich ehrlich bin, aber ja. Trotzdem. Jesus ist Boss. Nein, Kollege ist Kollege Boss. Kollege ist Boss. Ja, Kollege ist Boss. Das geht nicht. Stell dir mal vor, Kollege und Jesus machen Kollabo. Boah, das wäre der Ober-Jesus. Ich würde das kaufen. Liebe Rebecca, ich habe eine Frage. Was feiert man eigentlich an den Frohen Leichnam? Weiß ich nicht. Da ist irgendwie, Jesus ist aufgestanden oder so. Ja, und? Ich stehe jeden Morgen auf. Wer feiert das bitte? Keiner. Nicht so, Mann. Der war tot. Der war richtig tot. Und dann ist er aufgestanden. Ja, das war so wie bei, weiß ich nicht, Walking Dead. So. Das finde ich voll eklig, ehrlich gesagt. Oh, du meine Güte. Ich stell dir mal vor, Rebecca, wir könnten mit den Toten reden. Im Jenseits, weißt du, wie den einen Film. Stell dir mal vor. Omi Gertrud, kannst du uns hören? Nein, sie kann uns nicht hören. Schade. Ja, schade. Ey, wenn es wirklich ein Leben nach dem Tod gibt, ja. Ne? Ey, dann können wir im Himmel auch voll allerbeste Freundin sein. Ey, das ist eine super gute Idee. Was ist, wenn ich in die Hölle komme? Was? Ich gehe nicht in die Hölle. Du? Ich weiß nicht. Wegen Enrico. Da war ich doch noch mit Jordan zusammen, weißt du? Kann ja sein. Wenn einer von uns nicht in den Himmel kommt, ja. Dann geht der andere auch nicht. So ja. Wie wenn wir zusammen nicht in einen Club reinkommen. Ja, genau so machen das wir das. Ich werde den ganzen Tag einfach so. Oder wir werden wiedergeboren als ein Tier oder sowas. Oh, dann komme ich auf jeden Fall als Katze wieder. Ja. Dann kriege ich voll viele Likes auf Insta. Oh mein Gott. Ja, ich bin Larissa. Ey, Larissa, weißt du was? Es ist ja nicht nur Frohen Leichnam, es ist übrigens auch Ramadan. Weißt du, woher ich es weiß? Nein, weiß ich nicht. Der Cem hat voll Mundgeruch, der isst nichts mehr. Warum isst denn nichts mehr? Hat der keinen Hunger? Nein, ist Ramadan, der darf nichts essen. Wie bei Biggest Loser? Ja, genau so. Ach so. Larissa, bist du eigentlich katholisch oder evangelisch? Ja, kann sein. Nein, was von beiden jetzt? Ich weiß nicht, wo steht das? Im Impfpass? Wenn du katholisch bist, dann glaubst du an den Papst in Rom. So alle Wege führen nach Rom, wie ist das? Verstehe ich nicht. Was heißt das? Das heißt, wenn du dich verläufst, du kommst immer in Rom an. Ja, wahrscheinlich. Letztens habe ich mich verlaufen und dann bin ich in Kalk gelandet. Ja, kann nicht sein. Dann hast du dich falsch verlaufen. Also guck jetzt. Hier wohnt der Papst. Ja. Sexistische Kapelle. Hat er das selbst gemalt? Klar, der ist fast Gott, der kann fast alles. Der hat in Kunst bestimmt eine Eins. Stimmt. Ich schwöre. Rebecca, willst du eigentlich in der Kirche heiraten? Ich weiß nicht. Darf ich in der Kirche rauchen? Weil ich bin da bestimmt voll aufgeregt. Ja, bestimmt kannst du da rauchen. Da rauchen doch alle. Weihrauch, weißt du? Ach so. Ja, dann auf jeden Fall. Dann heirate ich Cem. Larissa! Ja? Willst du dann mein Trauzeugin sein? Oh, du meine Güte, ist das dein Ernst? Ja. Oh, danke für diese Anfrage. Das ist wirklich eine große Ehre. Ich will deine Brautfrau sein. Oh mein sein. Gott, ja! Herzlichen Glückwunsch, sage ich dir wirklich. Dankeschön, dankeschön. Aber ich möchte das üben mit dem Brautstrauß werfen, bitte, bitte, damit ich den noch fange. Ach so, ja. Ja. Wir müssen trainieren. Hast du einen Brautstrauß? Klar. Wo? Warte. Oh, du meine Güte, ich bin so aufgeregt. Stell dir vor, ich fange den, dann werde ich auch eine Braut. Oh mein Gott, ich will auf jeden Fall, dass du den fängst. Nicht, dass es ein anderer fängt, meine fette Cousine oder so. Nein. Oh mein Gott. Ja, alles klar. Okay, los geht's. Okay.